Wasser als eine von den wichtigsten Grundlagen vom Lehren. Durch die Renaturierung von Bachen drohen wir über die Kompensation zur Verbesserung von dieser Ressource bei erschaffen wichtigen Lebensraum. Wir befinden uns heute zu Gaetschen am Heischen Norden, wo wir im Moment am Gang sind, ein Renaturierungsprojekt umzusetzen. Dieses Projekt ist das größte Renaturierungsprojekt am nationalen Flaschenbrot. Und dann das ein Ziel, die Bach, die über die letzten 150 Jahre vom Mönch ziemlich verbaut, kanalisiert, nicht seinen ursprünglichen Bachbett zurückzuverlegen, an dementsprechend auch die ökologisch wertvolle Natur an ihrem hier zu schaffen. Zusätzlich probieren wir, ob dieser Renaturierung, ob der ganze Länge die Durchgängigkeit nicht herzustellen. Und da hat man ein Ziel für den Fisch und auch die Lebewesen, ihre Lebensräume zurückzugehen. Und da dann, indem wir die Weiheren und auch die verschiedenen Staustufen zurückbauen. Bei allen Renaturierungsprojekten schaffen wir mit der Wasserverwaltung zusammen, um die Objektive von der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Das Projekt wird momentan nach umgesetzt, was wir an Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen machen. Ich denke, das ist allgemein bekannt, dass der Bausektor nicht gerade am Ressourcenschonen schafft. Ne? Und dafür ist es für uns ganz, ganz interessant, dass wir können so ein Heim gehen mit so einem Netz zurück. Und in den letzten Jahren merken wir schon extrem, dass der Mond für so Baustellen extrem zugeholt. Also mittlerweile haben wir schon 25-30% von wir können so, dass so Baustellen ausmachen von unserem Schiffer dafür. Wir befinden uns hier bei der See, mehr präzise auf der Fausermühlen, wo wir ein großes Renaturierungsprojekt umgesetzt haben. Es war eine Mauerlandsee, die haben wir dann komplett zurückgebaut. Wir haben auch Störungselemente an den Berg gemacht, dass sie sich entwickeln können, also selber entfallen und auch viel mehr Platz anhören. Was natürlich einen positiven Effekt auch auf Teichwasser hat und auf die Eigendynamik von der See selber. Auf der See haben wir zusätzlich auch einen Aalen-Nervenarm reaktiviert, den ab einem gewissen Aufluss dann sich mit Wasser füllt und bei Heischwasser eigentlich auch Situation entschärft und auch dementsprechend auch eine Auerlandschaft sich rundherum Gewässer bildet. Wir sind hier auf der Pirmesknopf. Da gab es schon 2021 eine echte Phase, wo eigentlich ein Bach, die an einem Rohrloch auf einer Länge von 500 Meter, an die also rausgeholt gehen, an renaturiert gehen, und die kann sich nur frei entfalten. 2023 haben wir dann an einer zweiten Phase einen zweiten Bach auch renaturiert. Die war begradigt und die haben wir hier mehr anderen zurückgehen. Wir haben noch Drainagen zugemacht und Ziel ist hier eben, dass die natürlich Aue an hier Feuchtgebiete sich komplett können entwickeln. Renaturierungen sind ganz wichtige Projekte für die Biodiversität, sowohl für Pflanzen wie auch für Tiere. Wir sind aktuell an der Planung, für noch weitere Renaturierungen zu machen.